Warum wollte er sich am Waldrand treffen? Oh, ich sage, ich komme, jetzt machen wir Starfreaks. Und ja, da warte ich jetzt hier. Aber warum am Waldrand? Mensch. Was ist denn das da oben? Fallschirmspringer? Das sieht aus wie Bananen, die wo der dran hängt. Was? Schnappi, bist du das? Also, was? Hier, da waren aber noch 7 Minuten. Ja, wie kommst du auf sowas? Ja, mach mal langsam, pass auf, da kommen Bäume. Ja, Vorsicht, Land, vorsichtig! Land. Schnappi! Ah, Mist! Schnappi! Was war das jetzt für Aktion? Ja, du hast schon gesagt, ich soll irgendwie spektakulär landen für den Anfang. Für? Banane. Da sind sie wieder nach langer Abstinenz, die Starfreaks, und ich begrüße hier bei mir den Schnappi. Ich freue mich, Schnappi. Servus, Olli. Ja, hi. Lang ist her. Ja. Wir haben es wieder gepackt. Wir sind wieder da. Wir hatten Pause, jetzt sind wir wieder am Start. Es ist viel passiert seitdem. Ja, stimmt, wir haben viel zu berichten. Ja, wir sind älter geworden, beziehungsweise du wirst älter. Ja, das ist ich auf jeden Fall, ja. Ich habe die goldene 4 erreicht. Ja, das ist richtig, aber Olli, pass auf, das Ding ist, du wirst jetzt älter. Du wirst jetzt älter. Du bist zwar schon sehr erwachsen, sag ich mal, weil du duldest keinen Schabernack, ne? Aber guck mal, ich sag jetzt so ein schönes Beispiel, ne? Ja. Ich hatte einfach mal so spaßeshalber dir was geschickt, ne? So über WhatsApp, ne? Ja, das stimmt. Dann ich einfach mal so geschickt, so, Ahmed lachnet. Ansonsten kommt der Abdul im Klappstuhl. So, und dann hast du ergänzt, oder die Anne mit der Pfanne, ne? Das Ding ist halt einfach, du hast immer eine Ergänzung parat, ne? Die das Ganze noch irgendwie toppt. Das heißt, du bist immer noch im Trend geblieben, ne? Ah. Wieder das Thema. Ich muss dazu sagen, ich habe es ja echt nicht geglaubt, dass ich das wirklich gesagt habe. Ja. Du hast mich ja eines Besseren belehrt. Du sammelst ja alles, ey, was mit uns zu tun hat. Das ist ja das Schlimme. Ja, das Ding ist halt einfach, du wusstest einfach, was du darauf antworten sollst. Und dann, mit der Panne, ne? Dann habe ich dir das aber geschickt und dann hast du dich wiedererkannt. Ja, leider. Das Problem ist einfach nur an der ganzen Stelle ist, diese Sprüche, Abdul, Klappstuhl, ne? Das habe ich mal gegoogelt, ne? Da gibt es ja ganz geile Sprüche, die irgendwie so Rockets mehr geben, wie zum Beispiel Mehmet sind Hemmet, oder es kommt der Aladdin mit der Waschmaschine. Das reimt sich gar nicht, ne? Ich hätte noch einen Dianette mit der Palette, das passt jetzt, ne? Ja, ja, das würde passen, ja. Nee, aber das Ding ist halt, du als alter Völklinger, ne, kennst die Sprüche ja alle gar nicht, Abdul, Klappstuhl und so Lachen mit Lachen und so. Und deswegen kam von dir Anne mit der Pfanne. Kann möglich sein. Ich weiß nicht mehr, was mir an dem Tag durch den Kopf gegangen ist. Ich kann es dir leider nicht mehr sagen. Das Problem ist aber einfach, du weißt genau, so Sachen, die sind tödlich, weil ich merke mir sowas und ich quäle damit jemanden nochmal. Ja, besonders mich. Das machst du aber gerne, das weiß ich. Ja, nee, aber das Ding ist halt einfach, uns hat man mal gesagt, man soll mal diese Reaktion einfach mal aufnehmen. Ne? Fakt ist, letztes Mal der Olli bei mich gekommen. Ne? Wir haben Fußball, EM, Fußball-Schnappi-Gedöns gemacht. Ne? So, und dann kam der Olli zu mir, der hat noch ein bisschen im Auto gesitzt. Ne? So, und er ist dann unten reingekommen und ich habe direkt den Türöffner betätigt, ne? Als er reingekommen ist. Ne? Ja. Und dann habe ich direkt zu ihm gesagt, so, gell, Olli, wie habe ich das jetzt gewusst? Und dann, du hast mich auch vom Fenster gesehen. Naja, wo hätte ich das jetzt gewusst? Und dann total übertrieben. Komm, mach das mal. Und der, oh, Schnappi, es ist jetzt gut. Ne? Schnappi überrascht mich immer, wenn wir uns sehen. Muss man dazu sagen. Deswegen kann ich daraus aus voller Überzeugung sagen, Olli duldet keinen Schabernack. Das ist sein neuer Lieblingsspruch übrigens. Ja. Aber wo wir bei coolen Sprüchen sind, da habe ich ganz kurz, bevor wir jetzt da richtig die Leute begrüßen nach der langen Pause, habe ich trotzdem noch einen. Ich habe mich letzte Woche mit zwei Leuten getroffen, weil die machen bald Kunst gegen Bares. Ja. Die haben das übernommen. Habe ich auch mit denen gesessen und denen alles erzählt, was wichtig ist, Steuern, blablabla, was man da alles kennt. Und dann hat der, wollte ein Lied erzählen. Das Lied hat anscheinend Kermit the Frog
gehießen. Ja. Kannte ich jetzt nicht, aber der hat so genuschelt in dem Moment, dass ich und sie verstanden haben, I comma the Frog. Und da habe ich nur gedacht, Alter, wie geil wäre das als Name für eine Metalband? I comma the Frog? I comma the Frog. Eigentlich übersetzt, ich comma der Frosch. Also hat eigentlich gar keine Bedeutung. Ja, das wäre perfekt für unsere Metalband, ne? Ja. Also wird der Olli der Schnappi zum Metal mit Metal Schnolli, Schnappi Olli. Metal Schnolli, nein. Ja. Nein. Okay, gut, der war flach. Aber jetzt begrüßen wir natürlich herzlich unsere Zuhörer. Lange habt ihr warten müssen auf uns, aber wir haben auch gute Gründe gehabt. Wir wollten euch mal schonen, sag mal, wir haben euch mit so viel Content beliefert, das muss erstmal sacken gelassen werden, ne? Wir konnten euch jetzt die ganze Zeit, sag ich mal, dort noch weiter, das muss ja irgendwie auch mal verarbeitet werden. Ich glaube, den Nonsens, den wir stellenweise gebracht haben, den verarbeitest du in 20 Jahren noch nicht. Nee, deswegen, aber es muss ja schon ein bisschen sacken, sag mal so. Man hat auf einmal gemerkt, bei gewissen Leuten zum Beispiel, wenn ich sie besuchen war, sondern fort, hast du schon gemerkt, okay, wir tun doch schon ganz schön liefern, also von daher. Ja, aber wir haben ja auch gesagt, wir haben Zugeständnisse von uns beiden. Wir haben uns ja in der Zwischenzeit trotzdem getroffen und wie gesagt, du hast einen Podcast gemacht über Fußball, über die EM. Ja. Und mal noch so getroffen, noch ein bisschen gequatscht und so, wie das bei besten Freunden halt auch ist. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren, super. Das passt zu mir. Nein, und da haben wir drüber gesprochen, wie wir Starfreaks halt als Podcast begonnen haben. Und eigentlich sind wir zum Schluss gekommen, dass wir eigentlich uns ein bisschen gezwungen haben auf viele Themen. Und also wir haben immer alles so aufgeschrieben und haben dann versucht, mit Händen und Füßen in der Stunde das alles durchzukloppen. Und eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich falsch war von uns beiden. Also ich sag mal so, es war zur Zeit, zeitweise war das echt witzig gewesen. Das Problem ist allerdings, dass man mit der Zeit bei gewissen Themen nichts mehr hatte. Ja, also man hatte dann, sagen wir mal zum Beispiel Perlen der Filmgeschichte, da haben wir irgendwie nichts mehr wirklich Sinnvolles zu berichten, Schnappis, verwirrte Welt. Dann wurden teilweise, also sage ich selber von mir, teilweise Sachen rausgekramt, die echt so flach sind, ne? Die passen unter Teppich. Und dann haben wir ja ein Video gemacht für diese Aktion, geile Stadt braucht geile Aktion. Ja. Ne? Von dem lieben Wolfram, liebe genau. Grüße an dieser Stelle. Und der hat uns auf was aufmerksam gemacht. Das fanden wir toll. Weil wir haben ja dieses Video gemacht vom Nilles in Saarbrücken. Ja. Und da haben wir mit ihm mal gesprochen, weil ich ja die Idee hatte, dass mir Bier um 4 wieder neu aufleben lassen. Das war mal eine YouTube-Serie, die ich produziert habe, du und Stefan gespielt haben. Ja. Und kam ja nicht so gut an. Ja. Und da habe ich dem das so erzählt. Da macht er, ihr zwei, mal ganz ehrlich, eigentlich redet doch einfach miteinander und wär's. Mehr braucht ihr nicht. Bereitet euch nicht vor, weil wenn ich euch beide erlebe, wie ihr miteinander umgeht, das ist mörderwitzig. Und deswegen haben wir gesagt, und ich habe jetzt hier einen Zettel vor mir liegen mit 2 Schreibern und auf diesem Blatt steht genau nichts drauf. Ja. Gar nichts. Ja. So, liebe Grüße. Wer gemeint ist, weiß es. Ja, natürlich. Nee, und wir wollen es jetzt probieren, Starfreaks mal einfach so durchzuführen, weil das ist Starfreaks Freestyle. Yeah. Also, oder sag mal. Wiki. Oder A Cappella, sag ich mal. Ne? Es ist ohne irgendeinen Plan in der Hinsicht. Ja, das ist ja das Problem an der Sache ist, dass wir ja immer einen Plan haben wollen, aber haben nie einen. Ja. Und das ist ja eigentlich das Witzige an der Sache, oder? Ja, das ist richtig. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben es jetzt einfach mal gedacht, wir labern jetzt einfach mal drauf los und ihr hört euch das an. Genau. Ihr seid selbst schuld. Also ein Podcast. Genau. Der Unterschied ist jetzt der, ich sag mal so, das letzte Mal, wo wir das gedreht haben oder wo wir das gemacht haben, da war ja noch schwere Corona-Zeit und alles, da war ja noch alles zu. Das heißt, man hat sonst nichts Besseres tun gehabt. Jetzt hört euch das echt an. Weil ihr uns geil findet. Von daher. Richtig, jetzt ist es nicht mehr gegen die Langeweile, jetzt ist es einfach nur noch gegen den Verstand. So genau, einfach richtig. Ist das. So kann man es. An dieser Stelle wollen wir dann auch dann ein bisschen Werbung natürlich machen. Ja. Weil wir sind in einem Magazin drin. Düt. Yeah! Das liegt in ganz Saarbrücken aus. Also, ist ja kein Geheimnis, dass ich hier die Firma in Szene Media arbeite. Ja. Und ich ja der Kurierfahrer bin, der ja die Postkarten, wo ihr überall so gratis mitholen könnt, ja verteile. Mhm. Und da haben wir jetzt auch ein Magazin, das ist das originale Magazin. Und da sind lauter Sachen aus Saarbrücken drin. Und die Starfreaks sind auch drin. Jawohl. Yeah, geil. Wie geil ist das? Wir sehen voll sexy aus da drin. Ja, also ich darf aus dem Nähkästchen, wir sollten eigentlich nur eine kleine Spalte sein. Aber wir haben eine komplette Seite bekommen. Einwandfrei, saugeil. Meine Chefs finden das geil, was
was wir machen. Ja, echt? Ja, die finden das echt toll. Die haben, du hast die ja auch schon alle kennengelernt. Ja, genau. Warst du mal zu Besuch bei mir nachher? Ich finde das cool dort, ganz ehrlich. Ne? Ja, ich auch. Deswegen arbeite ich dort. Und das ist jetzt das Ding. Ich sage ja immer, ich beneide den Olli. Da frage ich mich immer, wofür? Ja. Genau für so Dinge. Er ist sogar in der Corona-Zeit dort gewesen, wo es irgendwo abgeht. Er war immer up to date, ne, sag ich mal. Wenn ich wissen wollte, wo geht denn jetzt irgendwas ab? Wir haben Corona, es ist alles zu. Wenn was abging, wusste Olli das. Er ist immer, er ist auch technisch immer auf dem neuesten Stand seiner Schule. Der hat schon, du warst schon in der ersten, die sowas wie iPhone, Smartphone hatte, ne? Nein, das neueste. Also, wie iPhones auf den Markt gekommen sind, war ich ja noch nicht dabei, muss ich ehrlich sagen. Ich habe es 3 Jahre, glaube ich, gehabt. iPhone 3. Also, du hast zumindest mal 10 Jahre vor mir, also auf jeden Fall. Also, das ist nicht schwer. Ich glaube, ich habe alles 10 Jahre vor dir gehabt. Außer vielleicht eine Frau, das warst du vielleicht vor mir. Technisch, war ich dir immer ein bisschen voraus, das stimmt schon. Bisschen viel. Also sagen wir so, du konntest mir da immer die Welt erklären, sage ich mal in der Hinsicht, ne? Und du hast dann wirklich immer alles schon bereit. Guck mal, du warst zum Beispiel damals zu Safrix-Zeiten, ne? Oder zu unserer aktiven Safrix-Zeiten, wo wir von Stadt zu Stadt vagabunditiert sind, ne? Vagabunditiert? Ja, also nochmal ein neues Wort im safrigischen Stil. Schon da hast du die Sonnenbrille, der Bart, der Vollbart, ne? Das war das damals noch gar nicht in, ne? Da hast du das gehabt, ne? Und vor allen Dingen der Kragen hoch, ne? Du warst da wirklich schon der Vorreiter gewesen davon, ne? Ja, die haben mich irgendwann alle nachgemacht. Also die ganzen Models, die ihr in den Katalogen seht, die, ist das schon mal aufgefallen, dass es in jedem Katalog, sei es Otto oder was gibt's denn heutzutage noch, Burda, keine Ahnung, die ganzen Modekatalogen, dass da, dass da alle Männer unrasiert sind. Ah ja, gut, okay, sag mal, das ist jetzt momentan ja der Trend. Ja, ja, aber ich war vor dem Trend. Naja, deswegen sage ich schon, du hast schon früher den Trend gehabt, du hast schon die Technik gehabt und alles momentan. Du konntest das alles schon direkt anwenden, ne? Also ich war ein Nerd. Ja, nee. Nerd ist ja nochmal was anderes. Dann sag mal, du hast den Skill und die haben dir das alle nachgemacht. Irgendwann sind alle rumgelaufen wie der Olli. Und jetzt stell dir das mal bitte vor, im Globus alle sehen aus wie Olli. Um Gottes Willen. Sogar die Frauen. Sogar die Kleinen. Oh je, die armen Frauen. Die Großen. Die Alten. Alle haben so ein Gesicht wie du, ja, ne? Ja, Gottes Willen. Der Vollbart, das Hemd hoch, der Kragen hoch, ne? Also zu mir ist mal jemand gekommen und hat gemeint, wohnen Sie in St. Wendel? Nee. Alter, da habe ich einen gesehen, der sieht genauso aus wie Sie. Meine Antwort war nur, oh, da laufen auch hübsche Kerle rum, cool. Das war so meine Antwort dann. Also, kann ja auch mal vorkommen. Alter, das ist nämlich so lustig, ne? Weil ich habe nämlich im Concord, hier heißt es nämlich Kaufland, hieß es damals in der Großstadt Viertelstraße, da hatte ich einen Typ gesehen, hat genauso aussehen wie mein Bruder, wie der Benni, ne? Ja. Genau die gleiche Brille an, genau der gleiche Haarschnitt, nur ein klein bisschen größer, ne? Dann bin ich einfach mal hingegangen. Hallo, Benni. Der hat mich angeguckt, der hat, was? Hallo, Benni. Das kann ja mal vorkommen. Ich meine, man hat ja Menschen, die ja gleich aussehen. Ich wusste ja, dass das nicht ist, aber ich habe es einfach mal so gemacht. Das ist mal witzig. Ja, ich bin einfach gesagt, hallo, Benni. Vor allem die Reaktion ist, ist dir das auch schon passiert, wenn du irgendwo langsläufst und du siehst jemanden und denkst, dass du den kennst? Ja. Also, ne, einen Kollegen von irgendwoher, Devil's Place oder sowas, ne? Ja. Und da gehst du dann hin, ey, hi, und der guckt dich an wie ein Auto und du merkst eigentlich, der war das gar nicht. Ja. Von näherem siehst du, nein, den Person kenne ich gar nicht. Also das mache ich gerne, wenn ich jemanden kenne, ne? Ja. Also wenn ich jemanden sehe, wo ich kenne, ne? Wo dem ähnlich sieht, ne? Dann bringe ich eher einen Spruch, wo ich den anderen mit aufziehe, ne? Und gucke einfach mal, wie das wirkt. Zum Beispiel, es gibt so einen Kollegen von mir, ne? Zu dem sage ich immer, ich bin mit ihm synchronisiert, ne? Einfach so, weil okay. Er und ich, wir sind irgendwie synchronisiert. Zwar gar nicht, stimmt zwar nicht, aber ich sag's einfach nur so. Und dann habe ich jemanden getroffen, der genauso aussieht. Wir beide, wir sind synchronisiert. Ne? Stell dir vor, ihr läuft durch die Stadt, ihr denkt nichts Böses. Ihr seid gerade bei der Arbeit und ihr seid jetzt wirklich, keine Ahnung, sind mit der Freundin unterwegs, noch besser. Und jetzt kommt irgendein Typ zu euch, wir beide sind synchronisiert. Ja, dann geht's euch dann wie mir immer öfters. Aber du bist ja auf der Arbeit auch nicht besser, mit manchen Arbeitskollegen. Nein. Da kommst du ja auch mit den coolsten Sprüchen. Und dann, wenn du mir das immer erzählst, denke ich nur, Alter, bin ich froh, dass wir nicht mehr zusammenarbeiten. Wir waren ja mal Arbeitskollegen, so haben wir uns ja kennengelernt. Da war ich aber noch harmlos. Ich sag's mal, du warst jünger. Ja. Harmlos. Da war ich noch harmlos, heute bin ich schlimmer. Na, was heißt harmlos? Du hast schon Butterregal gestanden und Schnieschnau Schnappi gesungen, du hast deinen Spitznamen bekommen. Ja, das Problem ist, heute, ich habe noch den einen oder anderen, der, sag ich mal, mit mir da ergänzend ist in der Hinsicht, ne? Der sich da noch ein bisschen ergänzt so. Und dann singe mir manchmal dort Dieter oder so das Ganze. Und wie schon, ich habe eine Arbeitskollegin, die ist in der Regel, die kann da noch nicht immer was dafür. Ich sehe irgendwas im Internet oder
irgendwas, was lustig ist, was irgendwie auf sie passen wird, und sie wird damit konfrontiert, und das nicht nur einmal, sondern bestimmt 20, 30 Mal. Zum Beispiel, da gibt es über diese ständig nervigen YouTube-Werbung, ne? Ja. Ja, mein Handy, das ist gar kein neues Handy, das ist ein general überholtes Handy von Swoppy. Ne? Und kaum habe ich das gesehen, das habe ich 2-3 Mal gesehen, das hat mich eigentlich schon mal genervt, aber beim vierten Mal fand ich es lustig. Und seitdem darf sie sich das anhören. Sag ich halt, gell, dein Handy, das ist gar nicht mehr, das ist ein neues Handy von Swoppy. Ne? Das ist übrigens auch eine Arbeitskollegin, die kein Schabernack duldet. Ne? Was ist Swoppy? Das ist so eine Firma, die irgendwie alte Handys zu neuen macht. Gibt es die wirklich oder ist das erfunden? Nee, das gibt's wirklich. Das heißt aber nicht Swoppy, sondern Swappy. Aber die, ach, Swappy kenne ich. Ja, ich denke gerade, das ist ein Swoppy. Ja, das hat die aber so geil, so Swoppy. Und das, also sie sagen nicht Swappy, ich sag Swoppy. Vielleicht steht die aber auch einfach nur Kurve in der Zunge. Und kann ja Sinn. Ich meine, es gibt ja Frauen, die haben manchmal, naja. Okay, man will ja nicht wissen, was sie da gemacht hat. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Olli sitzt sich jetzt schon im Schneideprogramm. Oh ne, das kann ich nicht drin lassen. Doch. Uncut. Aber Werbung ist ein gutes Thema. Da hast du mich gerade auf was Schönes gebracht. Kennst du das auch, wenn du Werbung im Fernsehen siehst oder im Radio hörst, wo du entweder denkst, oh, die finde ich sau witzig, oder oh mein Gott, wie kommt man auf so eine Werbung? Ja. Und da habe ich 3 Beispiele für dich, wenn du magst. Ja. Also erstmal die, wo ich mag. Also wir werden ja nicht finanziert, wir machen das ja unentgeltlich hier und deswegen können wir. Das ist eine Schweinerei, das ist ein Skandal. Wir müssen endlich hier finanziert werden, dass wir hier mal produzieren können, Freunde. Also wer Bock hat, darf uns auch gerne unterstützen. Ne? PayPal-Adresse gibt Olli nachher an. Selbstverständlich. Aber nicht live. Das können wir unter uns. Gleich bevor die Werbung sagst, mal ganz ehrlich, ganz kurze andere Frage. Haben die jetzt eigentlich zwischenzeitlich schon ein paar Leute übernachtet? Weil ich sag mal, das sieht ja. Nein, hat noch keiner übernachtet. Was ich gerne einführen werde, ab übernächste Folge würde ich gerne auch mal Gäste reinbringen. Ah ja, gut. Wie Rauschi, Schonert. Jo. Da werde ich gerne mal damit anfangen, weil das haben wir ja schon lange angekündigt und ich denke mal, damit können wir jetzt mal beginnen. Ja, ich komme darauf später zurück. Mhm. Ich sage erstmal deine Werbung jetzt. Okay, also die Werbung, die mir eigentlich gefällt, obwohl sie eigentlich blöd ist, ist Mömax. Mömax? Ja, kennst du die Fernsehwerbung mit dem Papagei? Nee, tatsächlich nicht. Ja, da kommt, also ist eigentlich immer dieser Typi, wo da wohnt und die letzte Werbung war, der bringt eine Frau mit und fängt mit der an, auf der Couch eigentlich rumzufummeln und da kommt der Papagei angehupst und macht nur runter, runter! Und er und geht dann aufs Bett. Ja, die schönsten Möbel gibt es bei Mömax. Das finde ich eigentlich sau witzig. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich finde den Papagei einfach so mörderwitzig. Okay. So, und dann gibt es 2 Hasswerbungen von mir. Okay. Und es tut mir jetzt leid für diese 2 Firmen. Aber fangen wir mal erstmal an mit der unverständlichsten. Das ist von SAVV. Hast du mal so eine Plakatwerbung von denen gesehen? Da steht original drauf. SAVV. Azubi von Azubi. Ich glaube, das habe ich schon mal. Ja, das ist. Also, ich verstehe die. Ich verstehe den Sinn der Werbung. Unsere Azubis, Azubis führen wir von A zu B. Ne? Ja. Also, wir bringen die von A zu B. Ja. Aber die schreiben das wie das Azubi. Also mit einem I. Ja. B-I. Heißt das jetzt, die machen ihre Azubis bisexuell? Das könnte fehlverstanden werden, das ist richtig. Das habe ich dabei gemacht. Das meine sonst coole Werbung. Gut, okay, WowVV, das ist jetzt WowVV, das ist jetzt, lass mal dahingestellt sind. Kann witzig sein, wie das mag. Ist ja alles in Ordnung, also cooles Marketing-Team, aber Azubi von Azubi. Das ist, tut mir leid, aber das geht mir leider zu weit. Das verstehe ich die Logik nicht. Ja. Und das andere ist Seitenbacher. Hast du das schon mal gehört im Radio? Nein, tatsächlich. Da kommt eine Stimme. Wenn derjenige das hören sollte, der Sprecher, bitte melde dich. Wir wollen dich unbedingt mal in diesem Podcast drin haben. Und ich will, dass du die ganze Folge so redest wie in dieser Werbung. Da steht da, Bergsteigermüsli von Seitenbacher. Seitenbacher, Bergsteigermüsli. Tatsächlich finde ich das witzig. Das ist furchtbar. Ich höre viel Radio während der Arbeit, weil ich ja viel im Saarland rumfahre und Trier und Kaiserslautern auch noch. Und da höre ich jedes Mal, ja, und Dinkelöl von Seitenbacher. Das ist, gib mir die Nackenhaare hoch. Okay, gut. Wir haben wahrscheinlich einen sehr unterschiedlichen Werbegeschmack, weil es gibt tatsächlich auch bei mir 2 Werbungen. Also eine Hasswerbung. Ja. Also Hasswerbung, nicht nur, Hass ist das falsche Wort, aber Werbung, wo ich mir einfach nur denke, oh, Alter.
Freunde der indischen Brotsuppe. Und andere Werbung, die zweite Werbung, wo ich dann eigentlich ganz lustig finde, wobei ich übrigens auch noch immer wieder noch jemand andere damit aufziehe, ne? Ja. Die nichts dafür kann, weil die überhaupt der gar nicht ähnlich sieht, aber so ein bisschen von der Art her ähnlich ist und deswegen lasse ich das immer wieder an. Erzähl, ich bin ganz sauber. Okay, die Hasswerbung, das sind sogar zwei Werbungen tatsächlich. Das ist, wenn irgendwie Kinder oder so Kinderwünsche so ein bisschen instrumentalisiert werden. Zum Beispiel, das ist die eine Kinderwerbung, die es da gibt. Und zwar die mit dem furchtlose Piraten, kennst du vielleicht, ne? Da mit dem einen, gib das Geld, wer nicht teilt, schrubbt das Deck, ne? Und dann sagt die am Ende, die Schokolade der furchtlosen Piraten. Und dann muss die Mutter natürlich sagen, die Schokolade der Kindheit. Es ist einfach so, ja, keine Ahnung, es ist halt einfach alles immer so extrem, bei Kinderwerbung habe ich immer das Problem, dass das immer alles so extrem verniedlicht ist, dass das irgendwie bei mir einen negativen Trigger auslöst, ne? Ich kann mir nicht helfen, das ist einfach so. Okay. Ja, ich weiß, das ist halt so, auch schon dieses Kind, dieses Kinder, ne? Dieses, was ist Ostern ohne Kinder? Wahrscheinlich werden das jetzt Familienmenschen, die das werden das total schön finden und so, total süßen, niedlichen und so. Ich finde es einfach nur so, ja, das ist halt so verdammt, so, wie sagt man so, marketingtechnisch so, yeah, extrem so. Alles so extrem verniedlicht und verschönt und das löst bei mir irgendwie so einen Trigger aus. Ich weiß nicht, warum das so ist, ne? Hey, ich kenne die Werbung tatsächlich nicht, muss ich ehrlich gestehen. Die wird wahrscheinlich jetzt nicht gerade so im Kopf sein, aber wenn du sie siehst, du wirst wahrscheinlich wissen, wenn du sie siehst, was ich merke. Es ist so, als ob immer alles so, ja, in der Werbung, das ist wahrscheinlich der Sinn der Werbung, dass immer alles so verniedlicht und verschönt dargestellt wird und so, ne? Und man. Das stimmt. Bevor du das weiter erzählst, ja, verniedlicht und schön, fällt mir direkt Captain Iglo-Werbung ein von früher. Ja. Kannst du noch erinnern? Da hast du ein Schiff gesehen und da lauter Kinder, die ja das Deck geschrubbt haben. Ja. Ne? Also und noch die Leinen eingeholt, aber nur Kinder. Ne? Ja. Dann Captain Iglo. Ja. Und dann kommt ein älterer, graumelierter Herr, ein Captain, und sagt, oh, die lecker Fischstäbchen für meine Mannschaft. Hat sich da noch keiner Gedanken gemacht, dass ein alter Mann allein nur mit Kindern, die das Deck schrubben auf allen Vieren, dass das nicht so ganz konform ist? Sorry, aber ich weiß nicht, war das Werbung der katholischen Kirche? Ich weiß es nicht. Das könnte ja sowas, weißt du, was ich meine? Also in der heutigen Zeit wird das, glaube ich, nicht mehr so gehen. Nee. Also ich glaube, in der heutigen Zeit werden jetzt wahrscheinlich sämtliche Sittenwächter, die ja momentan Hochkonjunktur haben, werden hier, glaube ich, den Sender springen. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst. Mein Problem ist halt einfach nur so dieses, vielleicht muss das in Werbung einfach immer so darstellen, dass immer alles so extrem verniedlich ist. Zu Weihnachten und zu Ostern kann ich das ja noch teilweise verstehen, weil man soll ja da irgendwie auch so ein bisschen den Geist erhalten und sowas Ganze. Aber ja, bei manchen Werbung muss ich halt einfach den Ton ausschalten, weil... Das bei mir einfach Trigger aussieht. Aber kommen wir zur positiven Werbung. Ja. Und zwar, du kennst die Honigwerbung Liebe. Ja, ach ja, das liebst du. Das hast du mir schon gesagt, ja. Warte mal, wie geht das nochmal so? Liebe. Lie was? Liebe. Lie wie? Liebe. Ach so, Liebe. Liebe. Schön. Liebe. Honig ist Liebe. Liebe ist Honig. Ich kann es auswendig. Oh, das muss ich extra rausschneiden, das muss ich extra rausbringen. Das war süß jetzt gerade. Das Schlimme ist, die Werbung, wenn man das eingibt, ne? Bei Google, ne? Man gibt ja Video in, das ist halt die rothaarige Frau da, ne? Und dann kommt das mehrfach hintereinander, ne? Ich habe mir das so oft angehört, bis ich es auswendig konnte. Und wie schon gesagt, meine Arbeitskollegin, die musste halt, also eine gewisse Arbeitskollegin, musste halt immer drunter leiden, weil die hat zwar gar nichts mit der gemein, aber trotzdem, es ist halt einfach, passt halt einfach, ohne. Und das Schöne ist allerdings ab und zu, wenn sie gut drauf ist und mir eine Freude macht, macht sie in Mitte drin auch. Bzzz, ne? Ja. Ja, also du hast schon verstanden, warum das Liebe heißt. Ja, es soll eigentlich ein Wortspiel sein. Wir nehmen Bi am Ende, ne? Liebe, also sollte eigentlich ein Wortspiel zwischen Liebe und Biene sein. Genau. Man könnte es aber auch falsch verstehen, ne? Weil Li, jetzt im also, Englischen, könnte es Schlüge heißen, ne? Lei, Li, ja. Lei, ne? Und Bi, Lügenbiene quasi. Könnte man auch falsch verstehen, dann sage ich mal. Gibt verschiedene Auslegungen, aber es sollte eigentlich ein Wortspiel zwischen Li, Bi sein, also quasi Liebe und Biene. Liebe zur Biene oder so, oder hier Liebe zum Honig. Man hätte ja auch so eine Werbung mit Liebe hätte man machen können mit Let It Be. Ja, gut, aber das nimmt jetzt ja nochmal so ein bisschen den Let It Be, das ja, ist ja Lass es sein. Stell doch mal einfach mal vor, so ein Frühstückstisch, er wartet schon so gemütlich und sie bringt so das Tablett und mit dem Honig und da kommt so im Hintergrund Let It Be, Let It Be. Ach so, Mensch, jetzt mit Be, also ja, praktisch. Ja, mit Be. Lass es bienen. Lass es bienen. Lass es bienen.
Man merkt, wir sind wieder im Starfleet-Modus. Es kommt. Hohlstock-Pappe. Genau der. Ja. Also Leute, wir haben wie schon seit längerer Zeit Pause gehabt, das läuft alles noch nicht so rund. Ne? Auch findest du, ich finde es auch. Nee, das war jetzt keine Kritik an Dings, sondern ich sag mal, die lustigsten Dinge sind ja die nicht rund laufen, von daher. Stimmt. Ja, also von daher passt das. Also ich hatte letztens an der Haltestelle gestanden, ne? Das war eine Situation gewesen, du, ne? Das hat nichts mit mir zu tun gehabt, sondern wirklich. Da waren so 3-4 Jugendliche gewesen, ne? Mhm. Und ja, keine Ahnung. Und die haben sich ein Gespräch gedrückt und so. Keine Ahnung, der einer hat irgendwas erzählt, von wem. Ja, hätte er jetzt gerade auf dem Boden hätte der einen Schein gefunden. Er wäre 500 Euro gewesen. Und dann, oh, leck geil, ich bin reich und so, ne? Dabei war das irgendwie nur so von so einem Pralinen, so ein Werbungsding, die einfach nur so ausgibt wie so ein 500-Euro-Schein, so, ne? Und dann hat die sich doch kaputt gelacht so drüber. Auf der anderen Seite kamen so 2 Mädels, ne? Und die eine hat eine Ähne gegrüßt, so. So, hi, und wie geht's? Und dann, jo, alles fit, ne? So, welchen so komplett perplex. Und dann der andere, sag mal, wie redest denn du? Und dann, ja, ich bin voll Hänge, ne? Ich habe mich so weggepisst, ne? Über diese Szenerie, ne? Das sind einfach Szenen, ne? Die möchte aufnehmen, das ist einfach Leben, ne? Das ist einfach so. Ja, aber die lustigsten Sachen entstehen doch eigentlich aus dem Spontan, oder? Ja. Wie ich eben erzählt habe mit I Come Out of Frog. Genau das gleiche, was ich mal erlebt habe in St. Louis. Ja. Habe ich am großen Markt gestanden und ich habe einen Kollegen gewartet, den Carsten. Ja. Ne, von deinsaint-louis.de. Ja. Liebe Grüße. Da habe ich mal da gestanden, meine Zigarette geraucht und pass auf, da kam von rechts ein Mann mit einem Hund an der Leine. Ja. Von links kam eine Frau. Aber original, ich schwöre euch, original passiert, ich erzähle euch keinen Mist. Und ihm hast du schon so ein bisschen angemerkt, er war so ein bisschen Olli und sie ein bisschen Schnappi, kann man sagen. Er war so ein bisschen und sie, welcher? Und er kommt so an mit seinem Hund und sie, ach, ist das ein Süßer? Ist das ein Rüde? Und er guckt sie an und ganz trocken, nee, Hund. Das sind Sachen, die kannst du nicht erfinden und nicht aufschreiben. Ich habe mich so weggepisst an dem Tag. Ja. Die kannst du doch gar nicht erfinden. Hast du mal einen Hund mit einem Messer gesehen? Nee. Ich auch nicht. Das ist vielleicht auch gut so. Man weiß nicht, für was es gut ist, dass man noch keinen gesehen hat. Aber anderes Thema. Ja. Du bist geimpft. Ja, ich bin geimpft. Ich habe auch seit heute komplett einen Impfschutz. Das heißt, ich habe mein Zertifikat. Ich muss schnell mit testen lassen. Das ist toll. Sehr geil. Und jetzt habe ich was, das habe ich dir extra noch nicht erzählt. Was dann? Ich bin ja auch jetzt einmal geimpft. Ja. Ne? Also erstmal bin ich beleidigt, weil wie ich geimpft worden bin, eine Woche später kommt eine Nachricht und sagt, ja, an der Markt, wer Bock hat, Johnson Johnson, komm vorbei, lass dich impfen. Mhm. Ich, na toll, jetzt wo ich emo geimpft bin. Ja. Geil, jetzt muss ich meinen zweiten Termin warten. Aber jetzt kommt das Witzige und jetzt kommen wieder liebe Grüße. Und das wird dich jetzt freuen, weil ich habe es dir extra noch nicht erzählt. Ja. Pass auf, kurze Story, ich komme ans Impfzentrum in Saarbrücken. Ja. Da warst du doch auch. Nee, ich war in St. Louis. Du warst in St. Louis, macht nichts, ist nicht schlimm. Ich war in Saarbrücken im Impfzentrum, komm dort an, hab um 10 nach 1 meinen Termin gehabt, war um 10 vor 1 schon da, geh ganz normal den Weg, wo die da vorgegeben haben, geh an den Schalter, meld mich an, also ich muss ja dann so einen QR-Code zeigen, dass ich ja die Einladung habe, meld mich an, krieg den Zettel, muss mich in die Nebenhalle setzen und ausfüllen und wenn meine Nummer kommt, gehe ich rein. Ja. Gut, also weit so gut. Ich, meine Nummer kommt, ich, alles klar, ich gehe um die Ecke, wer kommt mir entgegen? Der Christian Dörr. Ja, aber er auf. Der Hühn. Ja. Ne? So, kommt mir entgegen. Ich habe ihn zuerst gar nicht erkannt. Wir haben es ja auch schon ewig nicht mehr gesehen. Ja. Weil, ne? Devil's Play ist Corona-Zeit zugehabt. Mhm. Und er direkt, oh, hi Olli. Und ich, ach, ey Hühn, und alles klar. Ajo. Aber ich sage, ach, du arbeitest hier. Das finde ich ja cool. Er guckt mich an. Deine erste Impfung. Ich, ja. Er dreht sich zu den Ärzten um. Macht, ich mache noch keinen Feierabend. Der gehört mir. Ist kein Witz jetzt. Ja. Christian Dörr, Hühn, unser Halunke, hat mich geimpft. Okay. Ja, das wollte ich dir unbedingt noch erzählen. Okay, cool. Das war eigentlich lustig, weil er hätte eigentlich Feierabend gehabt, aber er wollte unbedingt auch mich noch impfen. Ey, cool, einwandfrei. Jetzt, Ja. Ich habe jetzt erwähnt, du hättest jetzt irgendwie was so, was jetzt mit der Impfung zu tun hat, mit zweifach impfen und sowas, jetzt irgendwie was, keine Ahnung, so aufmacht. Du hast das mega krass aufgebaut, ne? Wirklich mit einer Spannung, ne? Und dann, der Chris hat mich geimpft.
War das jetzt so unspektakulär? Das war so viel Aufbau mit so wenig Ertrag. Ah, geil. Olli, ich feier dich dafür. Ohne Findest du jetzt, ich finde es eigentlich cool, dass mich ein Kollege, ein guter Freund geimpft hat. Nee, das freut mich ja auch, ganz ehrlich. Aber ich hatte das extra noch nicht gesagt. Ne? Noch zweimal betont. So, ne? Ich habe gemeint, okay, jetzt kommt da echt was richtig Geiles, wo ich denke, ey, geil, jetzt können wir demnächst irgendwie, keine Ahnung, wir kriegen Freikarten für einen Wasserpark oder so. Und auf einmal, ja, der Chris hat mich geimpft. Pass auf, Olli. Ich habe heute noch was ganz Tolles vor. Und zwar, ich habe mir jetzt extra noch 500 Euro abgehoben, damit ich das noch alles besorgen kann. Fahre noch an den zwei Tankstellen vorbei, dass ich die nötigen Fressalien habe und so das Ganze. Weil ich kriege heute auch noch hohen Besuch. Tatsächlich ist es so, dass... Nee, ich bringe eigentlich schon die Müll runter, also von daher. Ja, so kann ich es aber jetzt auch nicht verstehen. Nee, Quatsch. Nein, aber ich fand das lustig, dass, dass mich ein Kollege geimpft hat. Vor allen Dingen, dass er extra geblieben ist, weil er mir unbedingt die Spritze verpassen wollte. Okay, ich habe so tatsächlich von zwei Frauen bekommen. Das war mir persönlich auch irgendwie wichtig gewesen. Obwohl die zweite, muss ich sagen, die hat das noch nicht oft gemacht. Okay. Weil die erste habe ich fast gar nicht gespürt, ne? Das war Elderie. Ne? Die habe ich fast gar nicht gespürt. Die zweite, die hat das Ding reingestochen, nicht gehört. Okay, gut, die Spritze, die spüre ich. Gut, ich habe jetzt nichts gesagt. So, hat nur so vor mich hin so vegetiert, so wie immer, wenn ich eine Spritze kriege und so, ne? Und dann irgendwie so, ist alles okay? Schon. Ne? Ja. Ja, die war aber ganz geil gewesen, also von der. Okay, also kleiner Appell an all die da draußen, die uns hören und sich irgendwie fragen, oh, soll ich mich wirklich impfen lassen? Es ist absolut nicht schlimm. Ne? Ja. Also den Peaks, den merkt ihr gar nicht. Also beim zweiten Mal bei dir vielleicht was anderes. Gut, okay, Unerfahrenheit, aber ist ja alles gut gelaufen. Ja, natürlich. Also ich habe nach der zweiten Impfung tatsächlich ein bisschen da gehangen in der Seite, 2 Tage, 3. Ja, das ist auch ganz normal. Also wenn das so ist, ne, ist das nicht schlimm. Also... Ihr halt alle eure Fähigkeiten wieder. Das ist nur die ersten 2-3 Tage scheiße, weil der Körper zeigt jetzt Reaktion. Ne? Das heißt, die Impfung, die wird angenommen. Der Körper stoßt nicht ab und das Ganze. Und das ist ja auch wichtig. Das ist ja auch wirklich gut. Und jetzt kommt mein Ding. Tatsächlich kommt jetzt nochmal ein klein bisschen ernsterer Teil. Ich kann Olli da nur beipflichten in der Hinsicht, lasst euch impfen. Ne? Weil ihr sollt 2 Sachen bedenken. Die Zahlen gehen hoch nochmal, weil aufgrund Urlaubsrückkehrer, aufgrund, das ist in ganz Europa mit dieser Delta-Variante, war auch vorzusehen, ist jetzt nichts großartig Ungewöhnliches, Außergewöhnliches, dass man jetzt hat. Man hält das doch jetzt im Griff oder so. Also es ist anders wie vor einem Jahr. Aber ihr sollt euch 2 Sachen bedenken. Erstens, im Herbst, Winter, ja, gehe ich mal schwer davon aus, dass die Zahlen nochmal etwas höher sein werden und dass natürlich dann auch nochmal Maßnahmen in Anspruch genommen werden. Ne? So, und die Leute, die ungeimpft sind, die werden die vollen Maßnahmen spüren, während die Geimpften wahrscheinlich größtenteils verschont bleiben. Das ist Nummer 1. Und das ist noch nicht das eigentlich. Das zweite ist das, und das glaube ich wirklich, dass das kommt. Momentan sind ja Geimpfte mit Genesenen und Getesteten gleichzusetzen. Ne? So, sobald allerdings jeder ein Impfangebot hatte, ne? Werden die Tests was kosten. Die sind nicht billig. Die sind nicht billig. Das heißt, wenn du dann ins Restaurant willst, bist nicht geimpft, ne, musst du dich testen lassen. Und ich glaube, wie teuer sind die? 25 Euro? 30 Euro? Oh, keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall gut teuer. Ne? Also ich habe das in den Impfzertifikaten am Anfang immer gesehen, ob man den Test selbst zahlt. Ich glaube, das war 29,95 Euro oder so. Ne? Die sind auf jeden Fall nicht billig. Und das sollte man sich dann doch schon überlegen, ob man das dann wirklich machen will, weil man muss überlegen, man geht in ein Restaurant, wo man eh schon, sagen wir mal, 50 Euro latzt und dann nochmal 30 Euro latzt, nur für einen Test und der gilt nur 24 Stunden. Also ich glaube, ab dem Punkt, ab dem sie das wirklich vorhaben, dann geht auf einmal die Impfquote nochmal hoch durch die Decke. Ne? Das könnte passieren, ja. Von daher, das ist sogar tatsächlich eine der Sachen, die ich sogar dann verstehen könnte von Maßnahmen her, weil ich sag mal, nur durch eine hohe Impfquote wirst du es schaffen, sage ich mal, eine niedrige Infektionsquote zu halten. Ja, jetzt bevor hier jetzt der ultimative Shitstorm entsteht oder die Leute jetzt anfangen, aber Geimpfter kann das auch kriegen. Klar, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel niedriger und erstens mal hart zu erkranken und B, dies in der Virenlast zu bekommen und das auch nochmal so weiterzugeben. Natürlich ist das möglich, ne? Es ist nicht zu 100% ausgeschlossen, aber sehr viel geringer. Und man muss auch geringe Sachen, also um das zu verringern, muss man das in Anspruch nehmen. Und von daher, von meiner Seite aus, lasst euch impfen, es ist nicht schmerzhaft, es ist kostenlos vor allen Dingen. Und ganz ehrlich, ihr fühlt euch danach einfach besser. Also ich weiß nur heute, ich muss mich nicht mehr testen lassen. Und wenn irgendwann nochmal diese Scheiße kommt, das war der eigentliche Grund, das ist das, warum ich mich dann, also nicht... Der eigentliche Grund, warum ich mich halt impfen lassen,
Das war natürlich wegen meiner Gesundheit, wegen meinem Vater und das Ganze. Aber einer der Sachen, die mich auf jeden Fall zu 100% motiviert haben, war einfach die Ausgangssperre, die vor ein paar Monaten noch geherrscht hat. Weil wenn das nochmal kommt und es heißt, nur ein Geimpfter, ne, oder hier Genesener oder sowas, ne, ist davon befreit. Weil, ganz ehrlich, dieses Gefühl, ich habe eine Ausgangssperre, ne, damit komme ich nicht klar. Das stimmt, das gebe ich da recht. Ja. Aber wie gesagt, es ist ja alles gut dabei. Also es werden ja auch mobile Impfteams jetzt rausgeschickt und so. Also wer Bock hat, wer will, der bekommt auch. Ja. So einfach ist es. Wenn ihr euch wirklich noch nicht ganz sicher seid, die Saarfreaks geben euch den Tipp, lasst euch impfen. Ja. Es ist nicht schlimm und es hilft dem Allgemeinwohl. Genau, richtig. Und nicht nur euch, also auch allen, uns allen. Das ist eine Gemeinschaftssache. Und und so kriegen wir die Scheiße in den Griff. So, ich meine, im Moment dürft ihr wieder essen gehen, dürft ins Kino. Das erste Mal war ich wieder im Kino. Ja, wo warst du? King Kong gegen Godzilla natürlich. In Boost. Oh, es war so schön. Ach, ich bin da reingekommen, es hat nach frischem Popcorn gerochen. Ich habe auf dem bappischen Sitz gesessen. Nee, Quatsch, war nicht bappig. Aber du weißt, was ich meine. Dieses Kinogefühl, es war so herrlich. Okay, cool. Wir haben ja auch noch einiges vor dieses Jahr, ne? Kinotechnisch. Natürlich. Beim Movie Tast Fahrerfei. Ja, da müssen wir Patrick noch aktivieren. Der ist dabei. Na, natürlich ist er dabei. Aber beim Thema Allgemeinwohl sind, kommen wir mal auf noch was anderes zu sprechen, was mir persönlich sehr wichtig ist, was wir hier gerade ansprechen können. Und zwar, ich habe es vor, ich muss aber erst über die Woche jetzt checken, wie ist das möglich. Ich habe vor, ins Krisengebiet zu fahren. Ich habe übernächste Woche Urlaub. Ne? Oh, okay. Für zumindest mal 2-3 Tage auf jeden Fall mitzuhelfen. Ne? Also ich sag mal, ich habe Materialien, ich habe einen Chip, ich habe einen Gummistiefel, ich habe Handschuhe, ich habe einen Elmer. Ne? Und ich muss aber nur gucken, wie ist das möglich, logistisch möglich, weil es wird im Internet davon abgeraten, dahin zu fahren, weil sie das nicht koordinieren können. Und man sollte sich vorher anmelden. Sich anmelden. Ich muss jetzt erstmal checken, ist das überhaupt möglich und so. Aber ich habe auf jeden Fall vor, dahin zu fahren. Ne? Finde ich gut. Ja, das ist nämlich so eine Sache, wo mir jetzt nochmal zeigt, wir haben ja in Deutschland momentan echt ein bisschen Probleme, so was identitätstechnisch angeht. Das hat man ja beim Fuß, bei der EM gemerkt und das Ganze. Und man hat ja auch wirklich gemerkt, dass wir so ein bisschen Hudel so mit uns selber handeln. Ne? Das hat man viel in den Foren gemerkt und so. Aber hier ist es jetzt mal wirklich eine positive Sache. Hier passiert ein Unglück, was wirklich schlimm ist. Ne? Selbstverständlich. Definitiv. Aber man sieht die Hilfsbereitschaft deutsch untereinander. Ne? Wir haben jetzt, ich bin jetzt nicht ganz informiert, wie uns jetzt das Ausland hier in dem großen Stil geholfen hat. Ich glaube, die Regierung hat da jetzt auch nicht wirklich so krass viel gemacht. Ich glaube, aus Luxemburg und Belgien sind Leute gekommen und haben geholfen. Ich bin jetzt so zum Beispiel finanziell oder so, meine ich jetzt nicht. Ach so, da habe ich keine Ahnung. Ich jetzt nicht. Auch nicht wirklich. Ich glaube aber auch von Deutschland selber ist jetzt, glaube ich, man kann das natürlich, wenn das natürlich falsch sein soll, ne, könnt ihr das hier gerne auch irgendwie in die Kommentare schreiben und könnt uns eines Besseren belehren, um Gottes Willen. Ich weiß es jetzt nur zumindest mal nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass eine riesengroße Spendenbereitschaft ist. Ich habe übrigens auch gespendet, ne? Viele Freunde von uns haben gespendet und auch viele Freunde haben Sachspenden gemacht, also was nicht brauchen, runtergeschickt und sowas Ganze. Sehr viele Leute, die da unten anpacken, wo gar nichts mit den Leuten zu tun haben. Und das zeigt einfach, okay, das ist nochmal Deutschland wo von der anderen Seite, wo man mich wirklich anpackt und sagt, ich muss sich untereinander hilft. Ne? Und das tut einfach mal in so einer Zeit auch einfach mal gut, auch nochmal zu sehen. Ne? Nachdem man doch, sag ich mal, wirklich viel Huddel mit uns selber hat in so vielen Themen. Ne? Leider Gottes gibt es jetzt auch nochmal so viele Leute, die das da nochmal für gewisse politische Zwecke benutzen. Wir haben bald Wahlkampf, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ist klar, ist leider Gottes eine Unart. Hebe allerdings die Leute vor, die helfen ohne Eigennutz und die anpacken, und davon will ich natürlich auch ein Teil sein, ganz klarer Fall. Ich wollte eigentlich in die Reeperbahn fahren, ich wollte Penny besuchen. Ne? Ja, wo ich hin drin war. Ja, komme ich gleich noch dazu, ne? Was ist nicht geil. Ich habe überlegt, erst helfe ich, mal gucken, vielleicht werde ich irgendwann später im Urlaub da noch hinfahren, so als Belohnung dann für die Hilfe. Also Leute, wenn ihr helfen könnt mit Sach- oder Geldspenden, macht es. Die Leute brauchen unbedingt Hilfe, die haben alles verloren. Ja. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Definitiv, ne? Macht das. Ja. Mir informiert euch auf den Webseiten überall. Ich glaube, bei Rheinland-Pfalz, glaube ich, auf der Webseite ist, glaube ich, wo man spenden kann und wo man was hinschicken kann. Und dass du da hinfahren willst, finde ich auch sehr gut. Habe ich nicht gewusst. Finde ich sehr cool. Gut, ich wollte es eigentlich jetzt auch noch nicht an die große Glocke hängen. Ich wollte es erst machen und dann erzählen. Aber Pass auf. Es gibt ja einen Riesenunterschied zu, du erzählst mir jetzt gerade im Podcast, dass du vorhast, da 2-3 Tage zu helfen.
Das finde ich super und das ist ja jetzt nicht großartig, du willst damit jetzt irgendwie prahlen oder willst damit Werbung machen, nein, gar nicht. Du erzählst mir das jetzt gerade hier, das war nicht abgesprochen und ist so ein Unterschied zu den Leuten, die da hinfahren und dann Fotos dort machen. Ja. Ich bin da und helfe. Nee, das ist der falsche Weg. Ich habe die Hoffnung, dass wenn ich das hier erzähle, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der sich bei mir meldet und mir vielleicht sagen kann, okay, pass auf, melde dich mal bei dem oder dem und der macht du irgendwie sowas in der Hinsicht, deswegen erzähle ich das jetzt hier auch, ja. Weil ich mag es eigentlich nicht, wenn sich Leute mit was glorifizieren. Entweder macht es aus reinem Herzen. Natürlich soll man Gutes, wenn man Gutes tut, soll man drüber sprechen, gar keine Frage. Ne? Ich widerspreche mir jetzt gerade ein bisschen. Aber es gibt ja Leute, die machen sowas einfach nur, damit sie sich glorifizieren. Ich haben da eine gemeinsame Bekannte, die, also Bekannte wirklich im entferntesten Sinne, die alles postet, die wirklich alles postet. Die fangen zum Beispiel einen Job an, nur damit sie sich einen Banner und das Dings machen kann. Ja. Ja, ich glaube, ich weiß, wie du meinst. So, ja. Und das ist halt sowas, wo ich persönlich dann sage, ja, entweder macht es richtig aus Herzen und weil es eine Bestimmung ist oder man macht es einfach nur um irgendwie, da bin ich halt so kein Freund davon. Deswegen, also sollte jetzt, wirklich, ich habe mal die Hoffnung, dass vielleicht mit der einen oder anderen da mal so einen kleinen Tipp geben kann. Melde dich mal bei dem und so. Weißt du, also Aufruf an euch Zuhörer, wenn ihr Schnappi einen Tipp geben könnt oder ihr sagt, ey Schnappi, ich finde das so geil, ich komme mit dir, wir fahren 2-3 Tage dahin, mir helfen, meldet euch. Ja, wir freuen uns drüber. Und helft den Leuten, die haben echt auf jeden Fall Hilfe verdient. Ihr müsst euch mal vorstellen, das sind Leute, die haben sich was aufgebaut. Ne? Jetzt im Unternehmen bei mir, das Allerschlimmste sind halt natürlich die Toten, ne? Und die Leute Menschen verloren haben. Aber Leute bauen was auf, ne? Wirklich mit viel Geld und mit viel Arbeit und so. Und dann kommt auf immer so scheiß Welle und dann weg. Ja. Jo, das ist halt leider Gottes passiert. Und es kann halt einfach überall passieren. Das ist halt die Scheiße. Das stimmt. Aber es gibt Gott sei Dank Menschen, die helfen wollen. Ja. Das ist wichtig. Definitiv. Du wolltest noch erzählen mit den Gastfreaks. Ganz am Anfang hast du das gesagt. Darauf später hast du gemeint. Ach so. Ja, weil ich gesagt habe, übernächste Folge hätte ich gern auch mal einen Gastfreak hier. Ja. Weil jetzt ist es ja machbar, wir konnten ja die ganze Zeit nicht. Ja, ich weiß, was ich auch sagen wollte. Ich wollte sagen, ey, wie schon gesagt, wir haben ja hier Möglichkeiten zu übernachten, das Ganze, ne? Nein, übernachtet keiner. Das ist das Schlimme. Also wer jetzt diese Folge hört, weil ihr das Magazin jetzt gesehen, es gibt eine ältere Folge, da wo Dominik auf einmal aus heiterem Himmel, oh ja, hier da in deinem Raum, ey, da können doch Leute übernachten. Ey, kommt übernacht beim Olli. Nein, sowas mag ich ja gar nicht, wenn jemand anderes Leute zu mir daheim einlädt. Nein, das geht nicht. Ich wollte dabei nur sagen, dass der Olli halt unheimlich gastfreundlich ist. Der wird morgens belegte Brötchen machen, die eine mit Käse, die andere mit Schinken, mit Salami. Das wäre auch so, aber... Also von daher, Leute... Ja, nein. Irgendwann wird es auch mal Saarfreaks mit Publikum geben und so. Und dann brauchen die Leute aber auch da zu schlafen. Das ist gut. Ich wohne nicht so weit weg von euch und ihr könnt jederzeit heim. So, ich vermittle euch auch gerne ein billiges Hotel. Das wollte ich irgendwie sagen eben. Ja, ach, das wolltest du sagen? Ja. Ja, aber was sagst du jetzt zu den Gastfreaks? Bist du dabei? Ja, sicher, natürlich. Gut, und jetzt habe ich noch was, das habe ich jetzt auch nicht vorher mit dir besprochen. Das wäre aber schon nächste Woche Sonntag. Wir sitzen ja immer sonntags hier. Ja. Und ich hätte eine Idee, wenn du Lust hast. Mhm. Wir nehmen Saarfreaks auf, aber nicht hier. Sondern wir zwei, und das wird das ganz Besonderes, wenn du magst, nur wenn du Bock hast. Wir zwei... Gehen zu den Saarland Hurricanes. Was hältst du davon? Kann ich dir gleich sagen. Ja. Ah, okay, das geht dann wohl nicht. Ist schwierig. Okay. Nee, kein Problem. Das wäre abends, das ist doof. Mhm. Schade. Ja, wie viel Uhr werden das gewesen? Ich glaube 18, 19 Uhr. Also, um zu erzählen, was jetzt gerade passiert ist. Also, ich habe gerade aufschreiben wollen, ich habe nächstes Wochenende leider Gottes Nachtschichtwochenende. Das hättest du auch sagen können, statt aufzuschreiben. Ja. Ist doch nichts Schlimmes dabei. Du hast einen Job, Alter. Ist doch alles okay. Nein, dann müssen wir das anders machen. Schade, wäre nämlich witzig gewesen. Aber es könnte mich doch jemand vertreten. Wir können doch sonst mal jetzt hier einen Gastfreak einsetzen. Nein, aber ja, mach. Nein, Saarfreaks ist ohne einer von uns beiden kein Saarfreaks. So einfach ist das. Machen wir ein anderes Mal. Es gibt ja noch ein paar Heimspiele von den Saarland Hurricanes. Liebe Grüße auf dieser Seite übrigens. Vielleicht dann am 21. August oder 4. September mal schauen. Da sind auch noch Heimspiele. Ja. Und ich bin eingeladen worden, darf einen Gast mitbringen und da habe ich mir eigentlich gedacht, ich frage dich. Welcher das Geile ist, ich kenne mich gar mit Football aus. Ne? Das ist ja nicht schlimm, wir wollen ja labern. Okay, gut. Nein, Quatsch. Ich hätte es dann natürlich erklärt. Ja, okay, gut. Ich weiß nur auf jeden Fall, dass der Quarterback, dass der immer gut,
Na, dass der gut kräftig sein muss, ne? Nö, gar nicht. Echt nicht? Da hast, hast du was falsch. Das muss doch immer der sein, der da immer die Leute da wegboxt, damit sie nicht über die letzte Linie kommen, oder? Nein. Gut, ich Der Quarterback ist eigentlich der, der entweder den Pass gibt, der das Ganze koordiniert, passt oder sogar selber durchläuft. Oh, okay, gut. Ich ist immer der, wo den Ball bekommt. Ich hab immer gemeint, das wäre der. Ach so, okay. Wie ich schon gesagt, ich kenne mich gar nicht aus, Leute, steinig nicht dafür, ne? Ich hoffe nur, dass. Ach Quatsch, nein. Es gibt zu viele Leute, die ich nicht mit American Football auskenne. Ich habe immer gemeint, der Quarterback, das wäre so im Football der Libero. Ne? Weil Libero damals im Fußball war immer der, wenn der auf dich zukommt, ist es dunkel geworden, ne? Jürgen Kohler war zum Beispiel. Also, wenn du den Vergleich willst, ist eigentlich der Quarterback wie der offensive Mittelfeldspieler. Okay. Der Zentrale, der verteilt. Nee, dann bin ich eher den Libero, der letzte Mann, der da wirklich die Leute abräumt, ne? Nee. Also jetzt haben wir gerade ganz kurz beim Fußball sind, wenn damals so Leute wie so kannten, wie die Jürgen Kohler auf dich zukommen, dann ist es dunkel geworden, ne? Jürgen Kohler war jetzt aber auch nicht so viel. Gegen den und Buchwald. Ja, Kino Buchwald. Also, du bringst die zwei geilsten Beispiele ever, ne? Jürgen Kohler sieht eher aus, nicht. Also, lieber Herr Kohler, wenn Sie das hören sollten, was ich nicht glaube, aber auch Fans von Jürgen Kohler sieht eher so wie einer aus, den ich in der Trinkhalle treffe. Das ist nicht böse gemeint. Ja, okay, das mag sein, aber mit dem Fußballplatz hast du trotzdem nicht gehen und spielen wollen. Ich will gar keinen von denen spielen, weil ich keine Chance hätte. Die verwechseln mich mit dem Ball und dann bin ich weg. Nee, aber und Guido Buchwald sieht wie das Muttersöhnchen von den Herren aus, also ich bitte dich. Ja, sieht Haaland auch aus. Ja, Haaland hat eine Babyface, wollte ich gerade sagen, am Gesicht, ne? ist aber trotzdem ein Sturmtank, also von daher. Der ist aber groß. Ja, gut, das ist auch so. Ich sag mal so, ich hätte trotzdem keine Angst vor dem, wenn der so aussieht, dann würde ich sagen, oh, das ist doch mit dir, okay, weißt du, so, keine Ahnung, sowas würde ich sagen, das wäre mir egal. Okay. Nur weil jemand groß ist, das ist ja nicht. Also wenn ich vor jemandem so ein bisschen, Carsten Janka, vor dem hätte ich ein bisschen Angst gehabt. Ja, okay, gut, das stimmt schon. Das war so ein Vieh, weißt du? Wobei auch der eigentlich eher sehr sanft war, ne, von Spielweise her, den fand ich jetzt nicht so robust wie. Ja, aber er hat robust ausgesehen, darum geht es ja gerade, verstehe ich ja? Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, irgendein Aktueller von der deutschen Nationalmannschaft, hätte da irgendjemand von denen Angst? Also ich sag mal so, der einzige, wo ich hätte, sag ich mal, ein bisschen Respekt, aber der ist halt falsch eingesetzt, weil, wie ich schon gesagt, mein Liebling, der Halstenberg, ne, den hätte ich gerne im Sturm gesehen, aber, ja gut, okay, das hat der Kenner gemacht, ne, weil er hat halt, sag ich mal, doch ein bisschen gemacht, aber wir wollten jetzt eigentlich nur über die Leute schwitzen, so Quarterback, Unterschied zwischen Libero und Quarterback, weißt du? Ja, das ist nicht schlimm. Also, das holen wir nach. Definitiv. Ja. Dann gucken wir mal, wie wir die nächste Folge aufnehmen. Wahrscheinlich montags oder so. Ist ja egal. Und dann nehmen wir vielleicht schon für die nächste Folge schon einen Gastfreak rein. Können wir machen, ja. Ja, dann fragen wir mal nach, wer Bock hat. Also wenn ihr das hört, wir geben euch 3 Tage Zeit, euch von allein zu melden. Ansonsten fragen wir einfach. Also nächste Woche, wenn wir es dann so machen, werde ich jetzt mal so gerade so pro forma sagen, entweder übers Wochenende irgendwann, oder halt Woche drauf, weil, wie schon gesagt, die Woche drauf ja diese Woche ist, wo ich wegfahren wollte, wo ich da hoch helfen wollte. Von daher. Da können wir ja mit dieser Folge ein bisschen verschieben. Ja. Und ja, die ja. vielleicht machen, wenn du wieder da bist. Ja, ja. Weil dann wäre es vielleicht interessant, was du zu berichten hast. Das könnte man machen, auf jeden Fall. Weil, wie schon gesagt, nächstes Wochenende ist schon gerade super. Wir haben die erste Folge gedreht. Die zweite Folge wird schon gleich verschoben. Das ist Starfreaks. Das bekommen wir hin. Aber diesmal gehen wir die nötigen Informationen von vorher, damit man nicht irgendwie. Aber ein anderer Vorschlag hätte ich. Wir können ja uns zwischendurch treffen, ne? Also muss ja nicht immer Sonntag sein, wenn du mal so Zeit hast, bevor du in den Urlaub gehst. Ja. Und dann gehen wir mit dem Aufnahmegerät, gehen wir dahin, wo wir eigentlich schon die ganze Zeit filmen wollten. Da gehen wir in den Wildpark. Können wir machen. Stehen wir da bei den Wildschweinen, bei den Rehen und machen dann Saarfreaks. Das wird, glaube ich, auch witzig. Okay, gut, können wir auf jeden Fall machen. Also technisch ist es möglich, auf jeden Fall. Du wolltest noch was anderes erzählen vorhin. Jetzt bin ich gerade überlegen. Mit dem Reeperbahn. Genau, mit St. Pauli. Ja, ja, erzähl mal. Ah ja, wie schon gesagt, ich habe da im YouTube hatte ich diese Reeperbahn-Story gesehen. Die ist schon sau alt. Die ist 2007 ist die gekommen. Ne? Mhm. Und das waren einfach nur 4 Folgen. Ne? Ich fand das einfach so genial, ne? Wie dieser dieser Pennymarkt. Ne? Fakt ist, der sieht heute ganz anders aus. Ne? Das ist ein Themenmarkt geworden. Das heißt, wenn du reinkommst, hast du schon so eine, ja, hast du schon so eine, wie so eine Stripstange, wo dann ein Einkaufswagen hängt, ne? So. Und wenn du dann rein. Warum schüttelt jetzt den Kopf? Weil es nicht so ist. Nee, es ist so. Ich war vor 3 Jahren noch da drin. Ja, das haben die geändert. Guck mal rein, wie er mittlerweile aussieht. Er hat sich geändert.
Ach du Gott. So, da sind Leute mit Mundschutz rumgelaufen. Das war ja dann okay, noch aktueller. So, die haben das weggeschwungen. Also mit der Regenkommenschasche, der Stripstange, da hängt ein Einkaufswagen in der Mitte. Ne? So, also praktisch, dass der Einkaufswagen gerade strippt. Und die haben das wirklich so clubmäßig aufgezogen. Das sieht aber saugeil aus, ne? Ohne Quatsch. Das ist es mir schon allein wert, dort reinzugehen. Es ist nämlich dieser alte Pennymarkt, wie das aus der Reportage sieht, dieses tatsächlich ehrliche. Ne? Ja, aber eigentlich doch schade. Ja. Dass er nämlich der alte Markt ist, in dem ich ja auch mal war, weil ich habe den gleichen Bericht wie du gesehen, nur ein paar Jahre vorher. Und war ja dann, wie ich in Hamburg war, ich war mit meiner Mutter 2 Tage in Hamburg, weil mir es ging eigentlich um König der Löwen. Meine Mutter ist ein riesen Musical-Fan. Habe ich gesagt, ey, komm, dann fahren wir nach Hamburg. Und wir haben tatsächlich eine Nebenstraße, das Hotel gab von der Reeperbahn. Und eigentlich auch so cool dort. Also ich fand es witzig. Und da musste, habe ich auch meiner Mutter gesagt, ey, Mutter, hör mal zu, ich muss doch jetzt in deine Pennymarkt. Ich muss den sehen. Ja. Der assiste Supermarkt auf ganz Deutschland. Ja. Ich muss da rein. Und wenn ich mir nur eine Cola kaufe, ist mir egal. Und es war genau so wie in diesem Bericht. Echt jetzt? Genau so war es. Alter, ich habe meinen Geldbeutel die ganze Zeit in der Hand behalten müssen. Ne? So war das dort, ey. Geil. Der geil. Hammer. Und ein Alkoholregal. Dreimal so groß wie jedem anderen Pennymarkt. Aber wirklich, der hat ja immer, fast immer geöffnet. Ne? Ja, das auch sonntags. Geil. Auch sonntags, ja. Also, da ist es eine Ausnahme halt wirklich. Aber die Leute gehen auch wirklich sonntags auch ihre Brötchen kaufen, ihre Wurst und oder ihre 25 Kilo Kohl, ne, wo sie abrechnen, wo es für 2,25 Euro. Ey, ganz ehrlich, der Mann, ich feiere ihn, ganz ehrlich. Ich werde auf meiner Arbeit immer als Sparfuchs deklariert. Dass ich bin vielleicht Gesellmodus, der da ist Obermeistermodus, ne? Was das angeht, ne? Was Sparen angeht. Ey, genial, der Mann, finde ich geil. Der hat gesagt, damit kann er jetzt eine Woche lang essen, ne? 25 Kilo Kohl, ne? Geht. Ja, aber willst du eine ganze Woche Kohl fressen? Na gut, du kannst viel mit Kohl machen. Kohlrouladen, Kohlsuppe, Kohlauflauf. Ja, aber ich glaube, der hat nach einer Woche keine Unterhosen mehr. Ja, das... Der negative Nachteil. Ja, natürlich. Naja, Fakt ist auf jeden Fall, der Pennymarkt sieht ganz anders aus, aber ich gehe mal davon aus, Klientel wird das Gleiche sind. Ne? Also, von daher, da freue ich mich auch drauf. Ich will da auch hin, unbedingt, ne? Und da, eigentlich sag ich mal, du hast ja gesagt, das ist schade, dass er nämlich so ist, wie es ist. Gut, man kann einfach hier in einen normaler Penny oder Nettomarkt gehen, da hast du genau das gleiche wie in dem Dings, in dem. Kannst du nicht vergleichen. Echt nicht? Nee, absolut nicht. Vom Aufbau her aber schon, oder? Ein bisschen. Er ist halt, ich sag mal so, der Pennymarkt auf der Reeperbahn ist halt sehr, sehr eng. Ne? Ja. Also die Gänge sind sehr eng gehalten. Es ist nicht der sauberste Markt, ja. Aber du musst ja, man muss ja auch mal bedenken, wie viele Stunden der auf hat am Tag. Ja. Ne? Da ist ja nicht viel Zeit. Ich meine, die Mitarbeiter, die sind auch froh, wenn die da mal Feierabend haben. Die haben so viele Sachen. Also, wenn hier jemand im Pennymarkt im Saarland arbeitet, ne, der hat eigentlich coolen Kaufleute-Job. Der sitzt an der Kasse, füllt nebenher auf. Na, kommt mal wieder einer, okay. Da müssen die ein bisschen mehr machen. Aufpassen, Polizei rufen. Die Polizei ist, glaube ich, dort immer zugange. Ah ja gut, die Davidswache ist nicht weit weg. Ja gut, da wird halt auch ordentlich gestratzt dort, ne, denke ich mal, ne? Ja, also ich habe damals tatsächlich, wie ich drin war, wurde auch geklaut. Also Uli, ich bin aber in einer Sache, bin ich echt enttäuscht von dir. Oh je. Wirklich enttäuscht von dir. Was dann? Ich habe ihm vom, kennt ihr den Ronny Schäfer? Ne, das ist der Achterbahnbauer, ne? Der gut kräftige Achterbahnbauer, der dort in der ganzen Welt rumfährt und Achterbahnen aufbaut, ne? So mit Kranplätze müssen verdichtet sein, ne? Ja, das habe ich ihm bei mir gezeigt, da hat er einen Remix gemacht, so mit Autotune, ne? Und der Typ ist so lustig, ne? Wirklich, ich habe Olli das gezeigt, der fand das nicht witzig. Ja. Ja, das ist immer so ein richtiger Stolper, der hat angepackt und so, ne? Und welche, dass ich dort drauf stehen, so welche, also nicht, ich stehe nicht dort drauf, so in der Hinsicht. Dann, so. Wenn jemand anpackt. Genauso wie du, Ja. Furchtbar. Ja. Ey, cool. Dann. Ja, der Ronny Schäfer. Der Ronny Schäfer, ja. Liebe Grüße. Jo, so, gut. Falls er das tatsächlich mal hören sollte. So, Leute, wir sind schon fast bei einer Stunde. Also, guck mal da, ohne dass wir Themen vorher aufschreiben, flutscht ohne Ende. Ja gut, okay, wenn wir labern, dann... Ja, ich finde das gut. Nochmal Aufruf natürlich, wir sind wieder da und wenn ihr Fragen habt, Themen, schreibt uns einfach. Ne? Wir freuen uns echt, kommt auf Facebook, auf Saarfreaks
oder auf unserer Homepage. Ah, übrigens, habe ich das ja schon erzählt, wir sind angeschrieben worden über die Homepage, da will jemand Autogrammkarten von uns. Stellt aber vor. Ich hoffe, also wenn derjenige das jetzt hört, ich schicke sie gerne an die Adresse. Wir haben ja noch diese Weihnachtskarten, wo wir mal gemacht, diese Postkarten, die unterschreiben wir für dich gerne. Ja. Schicken da ein paar. Wenn es ernst gemeint ist, freuen wir uns darüber. Wirklich, dass unser Schwachsinn dir gefällt. Wenn es eine Verarsche ist, naja, dann sei es dir auch gegönnt. Dann haben wir es trotzdem geschickt. Jo, genau. Also, ich verstehe es zwar nicht, aber ist okay. Nee. Aber man freut sich. Jetzt hör doch mal auf, dein eigenes Produkt so runterzumachen, Mensch. Mach ich ja gar nicht. Hallo, was ist das hier für Produktwerbung? Ja, nee, aber wir sind ja nicht auf dem... Also, ich bin immer noch stolz drauf, dass wir angenommen wurden beim Podcast, Deutschland-Podcast? Podcast des Jahres-Wettbewerb. Hallo, ne? Udo und Wilke haben auch so angefangen. Und ein Newcomer. Ja. Das sind wir ja wirklich angenommen, waren wirklich bei der Wahl dabei. Ja. Wir sind leider nicht in die Endausscheidung gekommen, aber egal, wir waren drin. Da bin ich ja schon mega stolz drauf. Und wenn da wirklich einer kommt, vielleicht kennt das auch daher. Kann Sinn. Also wie schon gesagt, Udo und Wilke haben genauso angefangen und gut, ich sag mal so, Humor ist ja, oder mit Humor, so sagen sie ja immer, gute Comedy ist ja, sag ich mal, 50% gut, 50% schlecht. Und wenn wir uns irgendwo so dazwischen bewegen, dann, ne, jetzt habe ich mir nochmal meine Rechenkünste offenbart. Ja, deutschlandweit, einmalig, unikat. Ich hätte noch eine Idee zum Schluss. Wollen wir etwas machen von den Anfangszeiten des Podcasts? Was dann? Wollen wir jemanden anrufen? Ich habe jetzt niemanden. Tatsächlich habe ich jetzt gerade niemanden. Ja, wir haben ja nicht drüber gesprochen. Aber ich hätte jetzt gesagt, komm, ruf mal den Schonan an, ob er nächste Woche mitmachen will. Was hältst du davon? Einmal machen es. Dann probieren es mal, ha? Okay. Einfach mal spontan. Und ich weiß auch schon, was ich ihn frage. Okay. Spontan ist immer am besten. Keine Angst, liebe Leute, das machen wir jetzt nicht wieder wöchentlich. Das war jetzt echt nur eine spontane Idee von mir. Moment. Ja, nur alles gut. Such ihn. So, da finde ich nochmal nicht. Das macht nichts. Such ihn unter Kontakte oder so, keine Ahnung. So, aber wie gesagt, wenn ihr was habt, einfach uns schreiben. Wir freuen uns über jede einzelne Nachricht. Und ja, da immer. Und jawohl, Lautsprecher an, auf geht's. Guck mal, da ist Dings, genau. Super. Er hat abgedrückt. Vielleicht ist er mit der Feuerwehr unterwegs. Das kann sein. Nicht schlimm. Lieber Daniel, wenn du das hörst, wir haben dich versucht anzurufen. Wenn du Bock hast, nächste Folge oder übernächste Folge dabei zu sein, wir sind ready für dich. Gut. Eiermann frei. Ja, wir sind bereit. Dann Stabi. Ja. Hast du noch was Schönes für uns? Nee, tatsächlich nicht mehr. Tatsächlich bin ich für den ersten Part bin ich fertig. Für den ersten Part. B-Part? Ja, genau. Jetzt ruft er zurück. Jetzt kann man doch noch fragen. Lautsprecher? Hallo, Daniel. Ja? Ja, hier ist der Olli. Grüß dich. Grüß dich. Hi, du bist bei Surfreaks. Wer hätte das gedacht? Ah! Ha, jetzt hat er's. Wir sind wieder da. Hast du uns vermisst? Ein bisschen, oh. Warum? Weil es war jetzt eine Spontanaktion, weil ich habe jetzt zum Schnappi gesagt, ey, ruf doch mal den Schonert an. Dann will ich was fragen. Und dann hat er gesagt, okay. Und jetzt habe ich dich am Apparat, du hast netterweise zurückgerufen, selbst schuld also. Wir wollen übernächste Woche, wenn der Schnappi aus einer Mission zurück ist, in 3 Wochen, wollen wir den ersten Gastfreak einladen und da habe ich an dich gedacht. Oh, das ist sehr nett, vielen Dank. Hast du Bock? Ja, sicher. Gut, aber dafür musst du jetzt eine Frage beantworten. Okay. Was hat dir an den Surfreaks am meisten gefehlt? Nix. Oder in der letzten Zeit? In der letzten Zeit, wo man uns nicht mehr gehört hat. Ah, gut, nee. Dass man nicht doof war. Dass man nicht doof war. Das ist eine intelligente Antwort, das finde ich super. Dann freuen wir uns, dass Ball hier bei uns im Studio sitzt und mir ein bisschen was über Feuerwehr und so erfahren von dir. Dieses lange Schweigen war lustig. Ja. Was hat dir gefehlt? Nix. Das wäre von mir jetzt kommen. Ja. Daniel, wir freuen uns auf dich und wünschen dir noch einen wunderschönen Restsonntag. Jawohl, wünsche ich euch auch und hauen rein. Jawohl, du auch. Grüß den Huppi.
wenn ich ihn sehe. Gut, oder sehr. Höre. Gut, alle hopp. Okay. Gut, alles klar. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Gut, haben wir geklärt. Ja, beim Hubi gibt es noch Folgendes zu sagen, so weiter und fort. Er will mich töten. Darum muss ich den Wecker ständig stellen. Er macht nur Blödsinn. Practice ist halt sein Management. Okay, ich will nicht wissen, woher das jetzt wieder war, aber 10 Mal. Ich muss aber ständig den 10 Packungen Marlboro Gold und einen Gin. Genau. Wie schon gesagt, ich muss den Wecker ständig stellen und der Olli, der hat mit mir einen Gin getrunken. Wir haben da an der Bar gestanden. Nee, wir haben hier einen Gin. Ja, wir haben da an der Bar gestanden, wir haben so die Füße so über Kreuz gehabt und so. Und dann haben wir mit einem Gin haben wir uns unterhalten. Ja, natürlich. Also, man merkt schon, wir werden schon erwachsen. Also, also wir haben tatsächlich einen Gin zusammen getrunken. Hier bei mir. Also, ich habe ihn getrunken, er hat ihn runtergewürgt. Ja, also, es ist absolut mein Fall. Aber ihm zuliebe. Ja. Ihm, Schnappi zuliebe, habe ich einen Gin getrunken. Und, naja. Wer es mag, soll es trinken. Und du hast dabei eine Marlboro Gold gedruckt. Ja, da hast du mir wirklich mitgebracht, ja? Ja, natürlich. Das stimmt, er hat mir wirklich Marlboro Gold mitgebracht. Und hab eine Marlboro Gold dabei geraucht. Obwohl das eine, so deine Zigaretten sind, gell? Es geht. Ich rauche eigentlich eher. Also, Vorsicht, jetzt. Rauchen ist ungesund, soll das, man nicht machen. Das wissen die Leute. Okay, ich sag's nochmal extra. Der Schnappi zum Beispiel hat aufgehört zu rauchen. Das stimmt, das ist richtig. Er hat früher genauso viel geraucht wie ich, der raucht gar nicht mehr. Richtig. Nehmt euch an dem Beispiel, nicht an mir, Mr. Nikotin, sondern eher ein Beispiel an Schnappi nehmen. Also, ich sag mal so, jeder, der aufhören will zu rauchen, macht's. Definitiv, ne? Aber Fakt ist auch eine andere Sache, wenn jetzt jemand noch am Rauchen ist, ne, oder da jetzt momentan jetzt davon loskommt, selbst erschütternder Druck, macht euch keinen Stress, ihr werdet es irgendwann packen. Von daher, genießt die Zeit. Einfach von heute auf morgen aufhören. Das Beste, was man machen kann, wenn er das packt, seid ihr weg. Jo. Also Schnappi hat es auf jeden Fall geschafft und da bin ich sehr stolz auf ihn, auch noch nach Jahren. Danke. Ja. So, Bipart und du hast das letzte, also ich sag mal jetzt Tschüss, da hast du, überleg da schon mal dein letztes Wort, das ist ja immer legendär, ja. Das behalten wir auch bei. Liebe Leute, es hat uns mega gefreut, dass wir wieder für euch aufnehmen durften, ich hoffe es hat euch gefallen, heute mal ohne groß Planung, einfach mal drauf loslabern, ich fand's ehrlich gesagt sehr witzig, es war auch ein bisschen emotional, Schnappi wurde wieder ein bisschen ernst, weil, ne, ist der ernste Schnappi. Und der packt ja auch Arm zu Arm mit an. Bald auf jeden Fall. Und Dankeschön fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, teilt es, liked es. Wo auch immer ihr hört, auf YouTube, auf Facebook, Spotify und natürlich bei www.starfreaks.de. Dieser auch, ja. Aber vergesst nicht, www.starfreaks.de. Ganz lustige Bilder drauf, lustige Videos. Einfach mal vorbeischauen. Ist auch ein Radiosender von mir dabei, da könnt ihr live Musik hören, ist auch ganz cool. Und ich sag Tschüss, wir hören uns bald wieder und Schnappi hat das letzte Wort. Momenti. Ich will haben, dass du heute das letzte Wort hast, aber ich mache erst was vorne dran und du tust nur noch am Ende ergänzen, okay? Oh, das ist immer böse. Ahmed lacht nicht, ansonsten kommt der Abdul mit dem Klappstuhl. Und die andere mit der Kalle. Tschüss.